Auf dem Boden. Ach, du Heilige. Oh nein, 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 nein. Ja, hallo? Oh Gott. Ui, 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 ui. So. Oh, Moment, Momentchen mal. Hey! Einen Flushing und Tag wünsche euch und herzlich willkommen zu einer neuen Folge GTA 5 LSPDFR. Und wir haben hier einmal. Wer ist jetzt der? Entschuldigen Sie, Sir, sind Sie okay? Sie sehen sehr verängstigt aus. Hat die, oh, okay, Sie wurden überfallen. Hat der eine Waffe an sich? Er hat nichts gesehen. Und Goldring hat er entwendet. Moment mal. Hier ist doch gerade eine Per... Das ist er doch hier, oder? Das müsste er sein. Okay, schön. Hände hoch und auf den Boden legen. Da scheint er hier zu sein. So, sie sind voller... Das glaube ich jetzt nicht. Das glaube ich jetzt nicht. Stopp! Auf den Boden! Ach du Heilige! Oh nein, 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 nein! Nummer uno. So, Nummer zwei. 3. Okay, ich glaube. Da hinten muss doch einer sein. Wo ist er? Da hinten ist er. Erwischt. Ja, ich glaube, wir brauchen hier erstmal die Kriminaltechnik. Moment mal, wer, ich glaube, ist das... Ich versuche hier erstmal, den Herrn wiederzubeleben. Weil ich glaube, das ist der, der uns gefilmt hat hier. Wenn er noch weiterlebt, dann er hier. Bei den anderen ist, glaube ich, nicht mehr so viel zu retten. Und die Kollegen machen wieder einen guten Eindruck, wie immer. Sieht schlecht aus. Wir rufen mal hier den RTW. Vielleicht kann eine hier noch gerettet werden. So, und den Herrn nehmen wir erstmal mit. Damit der uns hier nicht entwischt. So, dann durchsuchen wir den Herrn einmal. Um sicherzugehen, dass er nichts Illegales an sich hat. Und markierte Pillen, ein Ticket und ein Pack Zigaretten. Das sieht erstmal soweit alles in Ordnung aus. Machen wir mal einen Drogen- und Alkoholtest mit dem Herrn. So, und dann werden wir gleich nochmal den Herrn über Dispatch überprüfen. Ob der Herr schon Vorstrafen hat. So. Mach sie jetzt los, aber wenn die ja mir wegrennen, dann sind sie ganz schnell wieder weg vom Fenster, sage ich ihnen. So, und jetzt hätte ich gern ihren Personalausweis. Dankeschön. So. So, Herr Lamp.
Okay, ihre Lizenz ist nicht mehr gültig. Dann überprüfen wir das nochmal mit dem, was sie hier haben. Okay, da steht soweit nichts drauf. Ihre Hunting-Lizenz würde ich auch gerne noch sehen. Ah, okay, hat er nicht. Na gut. So, ich mache sie jetzt wieder fest und dann können die eigentlich soweit mit den Kollegen mitfahren. Ich habe keinen Bock, mich um sie zu kümmern. So. Davis. Danke, sie übernehmen das. Und dann werden wir... Was, mein Fenster? Warum ist mein Licht kaputt? Warum ist sie... Also... war ich das? Nee, das waren doch die... Oh, das waren doch die Deppen hier, die meine Karren geschossen haben. Ja, geil. Also eins muss man der Streife heute lassen. Es ist verdächtig ruhig hier in Los Santos. Da werden wir wahrscheinlich gleich unser blaues Wunder erleben. Ich überprüfe in der Zwischenzeit mal hier die Strandgegend. Um diese Uhrzeit ist nämlich hier normalerweise es nicht so leer. So, Moment mal. Ach, hier fährt ja eh niemand. Da wären wir ja wohl mal kurz. Ich park mal hier. Und dann schauen wir uns mal drinnen um. So. Hier ist soweit alles leer. Okay. Warum ist hier die Wohnung? Warum steht die Wohnung offen? Sehr merkwürdig. Aber hier scheint niemand zu sein. Tja, ich weiß auch nicht, wem die Wohnung gehört. Deswegen wäre es jetzt ein bisschen schlecht, den Besitzer zu kontaktieren. Aber wir können mal schauen, ob... Ja, hier haben wir was. Dispatch calling Unit nee. 1, Lincoln 18. Okay. We have traffic alert for an assault with a deadly weapon. Wir haben einen Terroristen hier wieder. Oder jemand, der seine Waffe ausprobieren möchte. Ach! Ja, ich bin Stuntman. Kein Problem für den King. Melden Sie sich einfach nicht bei mir. Zwar gerade Fahrerflucht, aber ich habe gerade Besseres zu tun. So, die nächste links müsste das Ganze auch schon sein. Roger, Dispatch, we are en route. 10-4. Ja, hallo? Oh Gott. 10-4. Uiuiuiuiui. So. So. Liegen bleiben. Ja, gut. Das war jetzt... Erschießen hätten sie den Herrn jetzt nicht direkt. Wir können mal... Ich kann mal probieren, den Herrn noch wieder zu beleben. Wenn der jetzt wegen ihm drauf geht, dann sind sie schuld. So, der RTW ist auch direkt schon da. Hat er... Nee, den Kopfschuss hat er, glaube ich, nicht abbekommen, oder? Oh Gott, oh Gott. Ja, ihr Gesicht können sie sparen. Ich bin nicht dran schuld. Ja, hallo? Was wird denn das jetzt? Sind die gerade einfach... Ach nee. Kommen die jetzt auch noch? Ja, ist ja schön. Wahrscheinlich ist da nichts mehr zu retten, wie wir gesehen haben. Gut, dann dürfen wir das Kriminallabor in Verbindung setzen. Und währenddessen können wir hier mal ein bisschen die Zeit vertreiben, indem wir hier ein paar Autokennzeichen checken. Weil hier sind ja manchmal nicht die unschuldigsten, die ich schon mitbekommen habe.
Keine Registration. Erwischt. So. Mount wir mal einen Abschlepper. So, die Herren, wo wollen sie denn hin? Geht's da hinten raus? Okay, wusste ich noch nicht, aber okay. Von mir aus. Sag mal, ist das mein Auto, die Sirene? Ja, ist es. Hätte ich mal aufstellen sollen, vielleicht? So. Dann werden wir hier nicht dauerbeschallt. Wir können mal sehen, ob wir hier gleich noch was zu tun hätten. Ah, nee, ist ja nicht so ein Fall für mich. Ah, Leute, die sich gleich wieder eins von der Rübe hauen, wegen ein paar Pokémon-Karten. So. Die Schranke, ja, die sind eh kaputt, von daher bringt es jetzt nichts, auf die zu warten. Sollten die echt mal reparieren. Manchmal funktionieren die, manchmal nicht. So. Oh, Moment. Oh, Moment, Momentchen mal. Hey! So, sie bleiben hier. Stehen geblieben. Und Hände hoch. Ja, sie können sich mal den anderen schnappen. Das wäre gut, oder? Moment. Ja, danke, auch für nichts. Mann, was sind das für Kollegen im Ernst? Ey. So, der Herr muss jetzt ein bisschen warten. Der ist doch hier lang gerannt. Ist er das? Nee, das ist er nicht. Geil, entwischt, weil die Kollegen mal nichts machen hier. Ey, wie ich meine Kollegen hasse, ne? Die sind solche V... Ach, na, ist ja schön. Nee, 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 nee. Stehen geblieben, stehen geblieben. Die beiden da. So. Schön liegen geblieben. Einfach schön die Hände auf den Boden. Und sie sind hier mit vorläufig festgenommen wegen Prostitution. Ich hätte... Ach, ist ja nett. Da hinten stehen gleich noch drei von der Sorte. Na, ist ja nett. Ah, schick mein Auto heute wieder. So. Ach, ist ja schön, dass die Damen sich gleich verdrückt haben. Na, da haben sie nochmal Glück gehabt. Aber meine Kollegen, ey, da, die werde ich sowas von verpfeifen, ne? So, das geht ja überhaupt nicht. So, wenn das Video euch gefallen hat, lasst gerne eine positive Bewertung da. Ansonsten sehen wir uns bei einem weiteren Video. Haut rein, abonnieren, Glocke aktivieren und ciao, Leute.